Willkommen in meiner Küche. Das ist nicht dieses Gewürzkochstudio, das ist Ellis Küche. So, ich habe, wie gesagt, den Weißkohl hier. Das Blatt gefällt mir nicht, das kommt ab. Habe ich noch im Kühlschrank gefunden, weil ich ja nicht immer alles gleich wegschmeiße. Und der ganze Kohl war für mich einfach zu viel. Hatte ich mal bayerisch Kraut gemacht. Mache ich auch irgendwann mal hier auf dem Kanal. Aber jetzt will ich das nicht wegschmeißen. Es wird langsam Zeit, dass er verarbeitet wird. Und deshalb fange ich ihn einfach mal an zu schneiden. Ich habe mir gesagt, ich mache ein bisschen Kohlsuppe. Und dazu schneide ich das grob in Stücke. Ja, und hier halt schon meine Schüssel mal vorbereitet, meine Schüssel. Man kann das jetzt auch so schneiden, klar, aber irgendwie bräuchte ja etwas größere Stücke haben. Und deshalb mache ich mir einfach hier so eine Scheiben immer und schneide drauf los. So wie es kommt halt. Nehme hier ein Zentimetermaß oder sonstiges. Man kann natürlich auch, was ich auch besitze, was in meinem Besitz ist, einen Nicer Dicer benutzen. Mein Nicer Dicer geht nach den vielen Jahren, die ich das benutzt habe, langsam kaputt. Aber das macht mir nichts. Ich schneide auch mit der Hand, wie man sieht. Nicht in die Hand, sondern mit der Hand oder mit den Händen. Handarbeit ist hier gefragt. Ja, wieso zeige ich das hier? Weil eine Freundin sagte zu mir, sie kann nicht kochen. Ob ich ihr das nicht mal zeigen kann? Na ja, klar. Für die Frauen, die nicht kochen können und das hier nachkochen möchten, können sie gerne machen. Und ich sage mal jetzt dazu, es kommt immer darauf an, wie viele Personen da jetzt eben mit dabei sind. Ich koche hier für mich für 1 bis 2 Tage, weil bei einer Suppe ist es immer ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr macht. Ist auch bald genug. Was ich hier noch zumache, sind denn Kartoffeln. Die habe ich ja schon mal hier hingelegt. Vorbereitung ist manchmal das A und O in der Küche. Nicht, dass man hier hinrennt, dorthin rennt und das. Ich hoffe, ihr versteht auch, was ich sage. Naja, aber Rosen, den Kohl kann man auch mal so essen, im Mund stecken. Ist gesund, schmeckt gut. Ich esse das. So, ich denke mal, naja, komm, wir machen noch ein Scheibchen. So, also, macht nur so viel, wie ihr möchtet. Ich friere das hier nicht ein. Ich esse das. Heute und morgen eventuell. Manchmal habe ich ja noch so ein bisschen Appetit. Abends und beim Fernsehen, naja, dann mache ich mir jetzt nochmal warm und esse das und dann ist es auch alle. Oder auch nicht, kommt immer darauf an, ob ich mich versetzt habe mit den Mengen. Ja, Mengen, dazu muss ich noch etwas erklären. Ich koche nicht nach Mengen, so wie beim Backen. Man nehme 150 Gramm Mehl, bla bla bla. Das mache ich nicht. Ich koche nach Gaumen. Also wenn ihr jetzt von mir ein 100%iges Rezept wollt, habe ich nicht. Ich mache Pi mal Daumen mal Fensterkreuz. Und das war's auch schon. Das mag ich jetzt nicht mehr, okay? Gut, dann fangen wir jetzt an mit den Kartoffeln. Schneiden. Beziehungsweise schälen und schneiden. Ja, bei mir ist alles Handarbeit hier, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob ich 2 Kartoffeln oder eine Kartoffel nehme. Ja, wenn ich jetzt Firm wäre im Videodreh, dann würde ich Klick machen und alles wäre fertig. Kann ich aber nicht. Bin ja nicht so Firm drin. So. Und viele sagen auch, nee, das kann sie nicht mehr essen. Die hat schon ein paar Stellen. Ach Quatsch, ich lebe noch. Ich bin alt geworden. Ich hoffe, dass ich noch älter werde. Und mir hat es bis jetzt noch nicht geschadet. Also kein Problem. Klar, viele nehmen jetzt hier ein
Kartoffelschäler habe ich auch. Kann man nehmen, muss man aber nicht. So. Ja, natürlich, jetzt werden wieder einige sagen, die da negativ drüber denken. Mein Gott, die babbelt und babbelt und babbelt. Kann die nicht mal ihre Gusch halten? Nö. Erstens bin ich eine Berliner Schnauze und zweitens werdet ihr sonst zu langweilig. Nur hier so zugucken, wie ich was mache. Wie gesagt, ich habe sonst auch einen Nicer Dicer, wo man klack, 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 fertig. Aber ich mache das jetzt hier immer so, um das ein bisschen grob zu würfeln. Mache ich auch schon mit rein. Das sind einfach nur Kartoffeln, geschält, Scheiben, Würfeln mit hinzu zu dem Weißkohl. Naja, wenn es dann kocht, so circa 20 bis 30 Minuten und dann werden wir weiter sehen. Ich habe hier noch eine kleine Kartoffel. Guck mal, das ist besser, wenn man die mit reinmacht. Aber da kommt auch noch Suppengrün rein. Und bei Suppengrün kann ich euch schon mal wieder sagen, eine Zeit lang war das Suppengrün so teuer. Ich weiß nicht, was es jetzt kostet, aber für mich, ich empfand das als sehr teuer. Ja, und was habe ich da gemacht? Bin also in den Supermarkt gegangen, habe mir Möhren, Porree und Sellerie so gekauft. Habe es geschnippelt, portioniert und eingefroren. Und wenn ich das jetzt brauche, einfach nur an meinen Kühlschrank und in mein Eisfach rausgeholt und dann habe ich auch mein Suppengrün. Und das werde ich jetzt hier auch noch mit reinmachen. Ja, also eine richtige bunte Suppe, voll mit Gemüse. Warte mal, ich hole jetzt mal mein Suppengrün. Wo haben wir denn hier? Hier ist mein Suppengrün. Habe ich schon geschnippelt, wie ich gerade beschrieben habe. Und das kommt jetzt hier auch mit rein. So, dann ist der Eimer voll. Na, ist ja super. Ich habe dazu schon öfters mal entweder kleine Hackbällchen mit reingemacht oder Rindfleisch so gekocht und gestückelt, gewürfelt damit rein. Und, oder aber so wie heute, das ist wieder mal ein Rest von gestern, gibt es Hühnchen. Ich bevorzuge immer die Hühnerkeulen, weil die so ein feines Fleisch haben. Es schmeckt besser. Wenn ich hier so ein halbes Hühnchen nehme, da habe ich dann die Brust, die ist dann so trocken und das schmeckt ja dann wirklich nicht. So. Und dann werden wir das gleich ein bisschen aufsetzen. Ja, ich kann das alles mit den Fingern anfassen. Ich habe mir vorher noch die Hände gewaschen. Sollte man immer tun, bevor man die Küche betritt. Hände waschen, Essen machen. So, und vorm Essen natürlich dann auch wieder. Die Pille habe ich schon abgemacht, weil die schmeckt nicht ganz so dolle. Ist Geschmackssache, aber ich mag es in diesem Essen nicht. Die habe ich dann mal so gegessen. Ja, alles soweit in Ordnung. Und das kommt jetzt in den Sud von dieser Keule mit rein. Ich hoffe, mein Topf reicht. Muss ich mal sehen. Dann muss ich den Topf umändern. In einen größeren Topf. Wollen wir mal sehen. Naja, der Kohl, der geht ja noch ein bisschen ein. Das sieht immer mehr aus, als es dann später ist. Der kocht auch mal, das wird reichen. Ist zwar jetzt voll, ich kann auch noch ein bisschen Wasser hinzugeben. So, und das Ganze jetzt, wenn es kocht, circa 20 Minuten.
Sieht doch schon ganz interessant aus, oder? Ihr dürft nicht vergessen, der Kohl, wenn der weich wird, ist der ganz, ganz klein und zart und kaum noch zu sehen. Und ich bin immer eine Dame, die geil nascht. Und wenn es Kohl ist, schmeckt. So, na dann, aufsetzen. Dann muss ich jetzt hier natürlich alles wieder ein bisschen sauber machen. Und zum Glück habe ich ja einen Geschirrspüler. Brauche nicht so lange zu stehen in der Küche. So, und hier ist jetzt das Essen. Da mache ich jetzt einen Deckel drauf und warte. Und dann wünsche ich euch guten Appetit.